Unter blauem Himmel erstrecken sich hellgrüne Wiesen und Felder neben einem dunkelgrünen Waldgebiet. In der Ferne liegt die Alpenkette im Dunst. Der grün-weiße Streifenwagen der Wolfratshauser Polizei hält auf einem Schotterweg zwischen Bäumen. Hubert und Staller steigen aus und entfernen sich auf einem Pfad. Hansi, ganz ehrlich, du könntest doch auch beim Nachbarn duschen. Bei dem läuft's ja auch nicht. Wie lange ist denn das Wasser noch abgesperrt? Keine Ahnung. Sie kommen zu einem Mann mit Halbglatze. Hallo, sind Sie immer so schnell am Tatort? Wieso? Als Angler sind Sie das Warten doch gewohnt. Wieso Tatort? Verschmutzung hat's geheißen. Ist das vielleicht kein Tatbestand, wenn irgend so eine Umweltsau einfach seinen Dreck da reinkippt? Nein, ist es nicht. Neben Ihnen ein Fluss. Aber eine Sauerei ist es trotzdem. Wieso haben Sie überhaupt angerufen? Ja, warum? Wegen dem bisschen Öl. Im Fluss. Na, da werden sich die Kollegen von der Feuerwehr aber freuen. Sie zwei nehmen das nicht wirklich ernst, oder? Haben schon was erwischt? Nein, natürlich nicht. Staller nimmt einen Ast. Vielleicht graust die Fische auch vom Wasser. Oder es ist einfach ein schlechter Angler. Ja? Früher hat man das Wasser von der Leusach noch trinken können. Aber heute kippt einfach jeder alles rein. Ja, und das kommt dann dabei raus. Jetzt haben sie da drauf einen Blinker. Ja, da erwischen sie freilich nichts. Da sind ja keine Hechten mehr drin. Hier gibt's nur Nasen. Da braucht es einen Schwimmer und einen ganz kleinen Rotwurm. Und den lassen sie vom Wehr aus runtertreiben. Was ist denn? Das Astende hängt in einem Strick. Scheiße. Daran ein Toter. Da haben sie jetzt ja einen Tatbestand. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert. Dunkelblond, blaue Augen, braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller. Dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz. Korpulent, graumeliertes Haar. Karin Thaler als Pathologin Dr. Anja Licht. Klein und blond. Ein schmutziges Geschäft. Der Tote, ein Mann in Jogginganzug, liegt auf einer Plastikfolie am Ufer. Anja fotografiert ihn. Und? Was meinst du, wer das ist? Wissen wir nicht. Und wie kommt der da hin? Wissen wir nicht. Sie wissen aber nicht viel. Doch, wir wissen, dass Sie uns wahnsinnig auf die Nerven gehen. Jetzt schleichen Sie einer. Der Angler wendet sich ab. Leck mich doch am Arsch. Was? Nix? Der Mann ist schätzungsweise um die 40. Keine Papiere oder sonstige Hinweise auf seine Identität. Badeunfall, oder? Eher weniger. Todesursache waren mehrere Messerstiche. Den Kratz- und Schleifspuren an Stirn, Nase und Händen nachzuurteilen, ist er erst danach von der Strömung mitgerissen worden. Ja, und im Strick ist mit Sicherheit einmal was Schweres gehängt, wenn einer im Fluss versenken wollte. Könnte sein, der Strick ist gerissen und die Leiche abgetrieben. Ja, klassische Mafia-Methode. Nein, da hätten sie den in Beton eingussen. Aber eine aufregende Vorstellung. Bei uns in Wolfratshausen so paar lässige, gut gekleidete, heißblütige Italiener. In dem Fall eher kaltblütige. Der Streifenwagen rast zwischen blühenden Wiesen entlang. Das Dorf Münsing von oben. Der alte Audi fährt an Geschäften vorbei. Im Wagen? Mich würde echt interessieren, wo diese Leiche versenkt worden ist. Also das hätte mir sowieso erspart. Und mit dem Strick und der ganze Schmarrn, also zustechen liegen lassen, das Gescheiteste. Weil beim Verschwinden lassen, da wird man meistens erwischt. So, in der Nacht mit dem Blaumann, ein bisschen Tarnfarbe ins Gesicht. Du kannst froh sein, dass du auf der anderen Seite vom Gesetz stehst. Der Streifenwagen passiert einen orangefarbenen Laster und hält neben einem Bagger, vor dem ein großes Rohrstück schwebt. Auf der Straße steht ein großer Mann mit Helm und Schutzweste und isst einen Apfel. Siehst du, genau deswegen habe ich kein Wasser. Entschuldigung, wie lange dauert es noch? Der Kollege wird wahnsinnig gern duschen. Das Rohr noch und dann sind die fertig. Und Sie machen dabei Brotzeit und lassen die anderen arbeiten, oder wie? Ich bin hier nur der Gutachter. Er dreht sich weg. Ich möchte mal wissen, was der begutachtet. Na ja, sein Apfel wahrscheinlich. Ob der mehlig ist oder wie? Das Rohr schwebt höher. Freue ich mich, wenn ich wieder heiß duschen kann. Ja, ich erst. Der Gutachter winkt die Polizisten mit dem Apfelmesser weiter. Der Streifenwagen parkt in der schrägen Auffahrt vor der Bäckerei Rattlinger. Drinnen. Sabrina bringt zwei große Kaffeetassen an den Stehtisch. Sie ist um die 50 und schlank. Ihr blondes, gelocktes Haar ist hochgesteckt. Sie hat ein schmales Gesicht mit großen Augen. Die haben 300 Meter sanieren müssen. Angeblich waren die alten Wasserleitungen innen pechhaltig. Pechhaltig? Ich hab gemeint, grad das Leitungswasser wäre so gesund. Von wegen. Denke mal an die Legionärskrankheit, die ganzen Bazillen, die da unter der Dusche umeinander hupfen. Ja, unter der Dusche ist auch kein Wasser. Das passiert ja nur,
wenn das Wasser zu lange in der Leitung steht, also wenn einer zu selten duscht zum Beispiel. Ja, das ist ja das Problem vom Hansi. Sind dir in letzter Zeit vielleicht irgendwelche Italiener aufgefallen? Ja, in Weidach, da hat er neue aufgemacht. Nein, ich meine jetzt keine Pizzabäcker, sondern eher so zwielichtige Gestalten. Jetzt hör doch mal auf mit dem Schmarrn. Warum? Hallo? In der Leusach haben sie einen Mann versenkt, also vorher der Stochen. Ja, pfui. Ja, das klingt schlimmer, als es ist. Ja. Nein, nein. Hier riecht's komisch. Mhm. Nicht, dass da irgendwo was Verdorbenes umeinander liegt. Danke. Hansi, wir müssen zu Anja. Entschuldige. Servus. Unberührt lassen sie den Kaffee stehen. Sabrina schnuppert ihnen hinterher. In der Pathologie. Die Stichwunden stammen von einer spitzen Klinge, vermutlich ein handelsübliches Messer. Die Verletzungen im unteren Rückenbereich deuten auf einen Angriff aus dem Hinterhalt hin. Ein Jammer. Großgewachsen, Anfang 40, gut durchtrainiert. Ja, wir haben es schon verstanden jetzt. Todesursache? Die genaue Todesursache ist ein Funktionsausfall der Lunge durch Lufteintritt in den Brustraum. Wie lange ist denn der da schon geschwommen? 2 bis 3 Tage, länger nicht. Dann ist er letztes Wochenende erstochen worden. Sonst noch was? Die vielen Stiche weisen auf eine Übertötung hin. Eifersucht. Gut möglich. Ach ja, bei dem Strick handelt es sich übrigens um einen handelsüblichen Hanfstrick. Ja, ist alles immer handelsüblich. Irgendwelche Spuren? Nix. Dafür habe ich die Stempelabdrücke auf den Zahnkronen entziffern können und somit das Fabrikat. Jetzt müsst ihr nur noch das Labor finden. Das kannst du vergessen. Die lassen sich doch alle die Zähne im Osten machen. Staller mit Becher. Mach den Egel ja nicht kaputt. Sag einmal, spinnst du? Der war in seiner Jogginghose und könnte uns Aufschluss darüber geben, wo die Leiche versenkt worden ist. Die helfen auch gegen Krampf, oder? Und gegen Hämorrhoiden. Echt? Anja hat den weggeschleuderten Egel aufgehoben und lässt ihn wieder in den Becher zurückgleiten. In Girwitz' Büro. Mafia, das ist ja völliger Blödsinn, Staller. Ich meine, Sie gucken zu viel Fernsehen. Was wollen die bei uns auf dem Land? 1998, ein Giorgio Basile? Den haben sie in Kempten verhaftet, das ist Allgäu. Ja. Aber sonst noch irgendwelche Informationen? 30 Leute hat der umgebracht. Der Tote? Nein, der Basile. Aber was die Mafia angeht, ist der Kollege ein bisschen überambitioniert. Ja. Entschuldige, für Mafiosus? Da ist ja das da bei uns das gelobte Land. Wieso denn? Ja, weil da das ganze Geld sitzt. Ach so, ein Schmarrn. Die ganzen Pizzerias, die verkaufen gerade einmal 10 Pizzas. Ja, so eine Pizza, die kostet auch 10 Euro. Geldwaschanlage, ja, nennt man sowas. Das alles mal zusammen, ja. Es reicht jetzt! Im Dienstzimmer. Auf Stallers Schreibtisch liegen Fotos des Toten. Staller blättert auf dem Monitor in der Vermisstendatei. Vor Hubert liegt eine Landkarte. Upsi, upsi. Keine Sau vermisst denn da unser Opfer. Ich verstehe sowieso nicht, wie man Leiche in der Leusach versenken kann. Wieso denn? Ist alles viel zu seicht. Wir haben ja da gar keinen anderen Fluss. Ihr müsst hier dringend mal drin lüften. Isa, Lech, Ille, Inn. Hast du wenigstens was für uns? Ja, das Opfer heißt Tom Rösler, Produktionschef in der Textilfabrik Kutschner. Ist bei Beuerberg. Sie kippt ein Fenster. Oh, danke, Sonja. Vielen Dank. Hubert pustet Luft aus, irritiert sieht Staller zu ihm. Im Gang. Am Beuerberg ist die Leusach 3 Meter tief. Da wird es wunderbar funktionieren mit dem Versenken. Also das mit dem Wasser ist wirklich eine Katastrophe. Sie hat mir gesagt, das läuft wieder. Ja, das tut es aber nicht. Die Spülung, kein Druck. Können Sie sich vorstellen, was ich anstellen musste? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja. Da können Sie nicht wenigstens noch mal nachschauen, ob... Nein, wir sind ja gerade auf dem Sprung. Ja, wir wissen jetzt, wer die Leiche ist. Ach so. Na gut. Ja, dann gehen Sie mal. Nicht? Ich komme schon allein zurecht. Riedel! Er geht. Wenn die Spülung nicht geht, dann muss er jetzt so eine Hundetüte nehmen. Braucht aber mindestens eine für den Bernhardiner. Die roten Dächer einer weitläufigen Fabrikanlage. Daneben fließt die Leusach. In einer Loge telefoniert ein Pförtner. Der Streifenwagen taucht vor der Scheibe mit rundem Sprechfenster auf. Der Pförtner winkt ihn durch. Auf Ordnerrücken neben ihm steht Kutschner Textil. Der Streifenwagen passiert eine Durchfahrt. An den Fenstern darüber sind die Jalousien halb geschlossen. Die haben da aber auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Ah, schau, das wäre im Osten. Langsam fahren sie an großen, verrosteten Metallteilen vorbei. Stichwort Bangladesch. Was? Ja, da wird doch schon jedes Designerhemd von Kinderhand geschneidert. Woher weißt denn du, wie ein Designerhemd ausschaut? Verstehe die Frage nicht. Na Hansi, ich glaube, die Kinder, die machen nur die Turnschuhe. Am Hemden werden die gar nicht hingelassen. Der Wagen fährt über holpriges Pflaster zu einem Parkplatz neben rostigen Rohren. Hubert öffnet die Beifahrertür und tritt in eine große Pfütze. Unbeeindruckt kommt Staller um den Wagen herum und geht los. Hubert folgt ihm. Hinter ihnen fährt ein Gabelstapler vorbei.
In einem Büro mit Schneiderpuppen, ein Grauhaariger. Ja, schrecklich. Großer Verlust. Auch für die Firma. Was hat denn der eigentlich gemacht in der Firma? Er war mein Produktionschef. Verantwortlich für die Bereiche Produktion und Qualitätskontrolle. Gewissenhafter Mann, äußerst korrekt. Eine Blonde. Bei den Kollegen sehr beliebt. Bringt Kaffee. Das hat gar niemanden gestört, dass der plötzlich nicht zur Arbeit gekommen ist. Er hatte die Woche über Urlaub. Sie lächelt Hubert an. Wollte wegfahren? Nein, nicht, dass ich wüsste. Was genau wird hier eigentlich gemacht? Abgelenkt prallt die Blonde an eine Trennscheibe. Die Rohware des Kunden geht bei uns ein. Und dann wird in der Vorbehandlung das Produkt entschlichtet, gebleicht und wenn nötig mercerisiert. Was? Veredelt. Ah ja, das hinterher besser glänzt. Ich hab's schon verstanden, Hansi. Die Blonde kommt zurück. Und dann geht's in die Farbgebung und schließlich in die Weiterverarbeitung. Waschen, dämpfen, apprätieren. Ja, und dann? Und dann geht's in die Qualitätskontrolle und dann in den Warenausgang. Und dann holt der Kunde hoffentlich die Ware wieder ab und dann bezahlt er in der Regel nicht. Und dann sitze ich hier im Büro und telefoniere meinem Geld nach und dann werde ich ungehalten, wenn man mich bei der Arbeit stört. Und dann? Geh, Hansi. Sagen Sie mal, hat der Rössler irgendwelche Feinde gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Er war immer sehr korrekt und umgänglich. Umgänglich. Was verwenden Sie eigentlich da herin für chemikalische Stoffe? Hansi. Entschuldige, wenn dem einer in der Kantine irgendwas Chemikalisches ins Essen reinhaut? Entschuldige, der ist erstochen worden und nicht vergiftet. Die Blonde lächelt ihm zu. War der in einer Beziehung? Tut mir leid, Privates weiß ich eigentlich gar nichts über ihn. Wenn man über längere Zeit mit so chemikalischen Stoffen in Berührung kommt. Ja, dann wird man wie du. Entschuldigung, wir melden uns. Müde schaut Kutschner den Ermittlern nach. In der offenen Bürotür steht immer noch die Blonde und sieht Hubert schmachtend hinterher. Sie ist drall und hat schulterlange Locken. In Wolfratshausen spannt sich der Sebastianisteg über die Loisach. Der Streifenwagen fährt vor anderen Autos. Im Wagen. Unsicher mustert Hubert Staller von der Seite. Der blickt starr geradeaus. Hansi, was ist denn los? Hansi. Der wirft ihm einen kurzen Blick zu. Hubert schaut aus dem Seitenfenster. Wenn ich einmal an was dran bin, dann brauchst mir du nicht in den Rücken fallen. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Du weißt doch selber, dass in der Textilindustrie sehr viel mit Schadstoffen gearbeitet wird. Ja, logisch, das machen sie, damit das Zeug länger hält. Die können aber extrem nervtötend sein. Ja, da kenne ich noch wen. In einer Spielstraße fährt der Streifenwagen über einen Fußball. Ich weiß nicht, ob es dich interessiert, aber du bist gerade beim Ball drüber gefahren. Ein Bub hebt den schüsselförmigen Ball auf. Der Streifenwagen hält neben einem Holzzaun. Die Beifahrertür stößt an den Zaun. Hubert zwängt sich aus dem Auto. Die Ermittler kommen zu einem Mann, der weiter vorn den Zaun streicht. Ist gut. Den Herrn Rössler, kennst du ihn? Ja, wieso? Ist was passiert? Nein, uns ist bloß langweilig. Erstochen haben sie ihn und im Fluss versenkt. Jesus. Ja, und weiß man schon, wer es war? Ja, eben nicht. Der Bub holt seinen Vater. Wann haben Sie den das letzte Mal gesehen? Das war jetzt am Wochenende, eigentlich am Samstag, ja. Mhm. Und ist einer da irgendwas aufgefallen? Ja. Schlögel, Wilfried Schlögel. Hubert ignoriert dessen ausgestreckte Hand. Was soll man aufgefallen sein? Ja, da sind vielleicht jemand, der ein totes Tier ans Tor genagelt hat. Geh, Hansi. Nein, der Kollege meint, ob er vielleicht nervös war. Na, der war eigentlich bestens gelaunt. Ja. Irgendwann ist die Laune dann umgeschlagen. Vielen Dank. Skeptisch sieht Schlögel den Ermittlern nach, die zum Nachbarhaus gehen. Weiter hinten in der Straße diskutiert der Vater mit seinem Sohn. Staller öffnet das Gartentor und marschiert zur Klingel des hellen Holzhauses. Was ist mit dir? Glaubst du, dass er wieder auferstanden ist? Staller greift in die Brusttasche seiner Lederjacke und zieht ein Klappmesser heraus. Triumphierend zeigt er es seinem Kollegen und schiebt die Klinge neben dem Schloss in den Türspalt. Er betrachtet die halb abgebrochene Klinge. Hast du eine Büroklammer dabei? Na, haben Sie heute zufälligerweise nicht. Wieso sagst du denn nichts? Schlögel mit Schlüssel. Den habe ich vom Rösler, für alle Fälle. Ach so, heißt das, da kann jeder bei jedem rein, oder was? Ja, gewissermaßen. Wenn jetzt was fehlt, da können Sie ein schönes Alibi ausdenken. Schlögel will den Ermittlern ins Haus folgen. Die Tür fliegt zu. Wütend zieht der Nachbar den Schlüssel wieder ab. Krottenkopf. Herzogstand, Annapurna. Er betrachtet DVDs. Ja, ein rechter Wandersmann, wie es ausschaut. Ins Fitnessstudio geht er auch. Wieso hat er dann einen Stepper? Ja, da simuliert er wahrscheinlich daheim seine Bergtouren. Kann er ja die Treppen rauf und runter laufen. So hohe Gebäude gibt's ja da gar nicht. Na gut, dann geht er halt die Treppen mehrmals rauf und runter. Auf dem Stepper schwingt Staller Arme und Beine vor und zurück. Hubert tippt auf die Tastatur eines Laptops. Aha.
Da ist er ja, der Herr Rösler. Der entfernt sich mit Rucksack. Ja, in weiblicher Begleitung. Ein Frauenarm fuchtelt durchs Bild. Machen wir zurück. Hubert spult das Video zurück. An der Handgelenksunterseite der Frau ein tätowiertes Schriftzeichen. Ich verstehe es nicht, dass jetzt alle die komischen Tattoos da haben. Ich wollte mir auch mal einen stechen lassen. Echt? Was für ein Motiv? Ein Schmetterling. Schmetterling? Ist ja eher was für eine Frau, oder? Wo wolltest du denn das hinmachen lassen? Ein Knöchel. Ist so ein Knöchel, da müsst ihr mal kurz die Hosen anziehen, sonst siehst du es ja gar nicht. Brauche ich eine Stelle, wo ich unbehaart bin. In einer dunklen Garage. Hubert stolpert herein und macht Licht. Vor ihm ein Rennrad und ein Mountainbike. Der hat nicht einmal ein Auto. Ja, für einen Naturliebhaber eher konsequent. Genutzt hat's ihm nichts, trotzdem ist er tot. Aqua Test 2. Staller hebt einen mit Altpapier gefüllten Karton hoch. Digitales Photometer für exakte Wasserwerte. Ja, wahrscheinlich hat er sein eigenes Wasser analysiert, bevor er es gesoffen hat. Die Ermittler verlassen Röslers Grundstück. Schlögl streicht immer noch seinen Zaun. Herr Schlögl, sagen Sie mal, der Herr Rösler hat ja da alleine gewohnt. Ja, fragen Sie mich jetzt zu viel. Entschuldigen Sie? Vater ja. Und Sohn. Kann es sein, dass Sie vorhin, also mein Sohn behauptet, kennen Sie den Herrn Rösler? Ja, wieso? Wissen Sie zufällig, ob der mit irgendwem zusammen war? Also ich habe ihn schon öfters mal vor dem Haus mit einer Dame gesehen, aber ob er mit der zusammen war, kann ich jetzt nicht sagen. Angeblich nur eine Kollegin, hat er mir einmal erzählt. Aber die war schon lange nicht mehr da gewesen. Können Sie die Frau beschreiben? Ja, ist okay. Zum Sohn. Sagen Sie, kann es sein, dass Sie vorhin mit Ihrem Wagen über den Ball... Nein. Auf gar keinen Fall. Also? Tja, ich glaube, ich erinnere mich nicht mehr an Sie. Sie, das sind für polizeiliche Ermittlungen. Das hier ist eine Spielstraße. Hans. Er dreht sich um und schlendert zum Auto. Staller zückt seinen Geldbeutel und hält dem Buben einen 10-Euro-Schein hin. Der schnappt ihn sich. Neben einer hellgelben Kapelle das Ortsausgangsschild von Kleinding Harting. Der Streifenwagen kommt darauf zugefahren. In Wolfratshausen. Sag mal, 10 Euro für die Zeichnung. Ist ein bisschen viel, oder? Ja, dann bleibst du das nächste Mal da und zeichnest selber. Im Revier. An seinem Schreibtisch verwischt Staller Bleistiftschraffierungen auf der Kugelschreiberskizze einer Frau mit offenen Haaren und großem Mund. Wieder? Was hast du da? Ein Fax. Echt? Ich hab geglaubt, das ist eine Banane. Ja, was steht denn drin? Die Egel, die Anna in der Kleidung des Toten gefunden hat, sind sogenannte Rollegel oder auch Erpropteller octoculata genannt. Ach so, aus der Familie der Gürtelwürmer. Ganz genau. Und der dazugehörige Saprobi-Wert ist 2,7. Echt? So hoch? Was? Ja, der Saprobi-Wert beschreibt den Grad organischer Gewässerbelastung. Und diese Würmer kommen hauptsächlich in stark verschmutzten Gewässern vor. Ja, das denke ich mir schon. Ja, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo es in der Loisach die Viecher gibt. Dann wissen wir, wo die Leiche versenkt worden ist. Gierwitz kommt. Sag mal, ist außer mir noch jemand aufgefallen, dass das Wasser auf der Toilette nur noch tropft? Ja, jetzt, wo Sie es sagen? Ja, sehr gut, Riedel. Und was macht man da? Fest dazu drin? Ich glaub's Ihnen wohl. Sie werden das beheben, und zwar zügig. Jawohl. Ein Revier ohne fließend Wasser, das geht gar nicht. Und ab! Riedel geht. Gierwitz bemerkt die Skizze. Das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Wieso? Wer soll denn darauf jemand erkennen? Da malt ja meine Nichte besser. Dann nehmen wir's dir heute das nächste Mal mit. Treiben Sie es nicht zu weit. Beide. Der Chef geht. Im Zeichnen und Werken habe ich einen Wahnsinn gehabt. Was bildet denn der sich ein? Verstohlen legt Hubert einen Bleistift weg. Münsing im Sonnenschein. Im Vorraum des Reviers schenkt sich Sonja ein Glas Mineralwasser ein. Servus. Morgen. Du wirst es nicht glauben, aber das Wasser läuft wieder. Jetzt habe ich extra Deo für den Hansi gekauft. Wo ist denn der? Der. Nein! So ein Scheißdeck, verdammt nochmal! Er kommt mit Handtuch um die Hüften und Schaum in den Haaren. Ja, Schack, sind so blöd. Bis gerade ist noch gelaufen. Was ist der Deo? Gierwitz mit Duschgel? Sagen Sie bloß, Sie haben das ganze Wasser aufgebraucht. Mir schaue ich vielleicht so aus. Er schnappt sich Sonjas Flasche. Aber wenn Sie wieder trockengelegt sind, möchte ich, dass Sie sich endlich zielführend um dieses Wasserdesaster kümmern. Deo vielleicht? Ach! Du? Hab schon. Im Gang steht ein Stapel Wasserkästen. Nicht einschlafen, Riedel. Ja. Riedel schleppt zwei weitere herein. Ja, den einen noch oben drauf und den anderen rein. Meinen Sie nicht, dass das jetzt langt, Herr Polizeirat? Wasser ist die Quelle allen Lebens. Wenn es knapp wird, muss man vorsorgen. Ja. Dann, Riedel, läuft bei Ihnen zu Hause das Wasser? Ja, schon. Im Dienstzimmer grübelt Staller über der Karte. Gegenüber hält Hubert einen Telefonhörer ans Ohr. So, bitte sehr.
Und stellst du die leeren Flaschen bitte wieder zurück, wegen am Pfand, Anweisung vom Chef. Riedel, geh mal her. Was ist? Schau, da ist das Revier, da ist meine Wohnung und da ist die von Kierwitz. Fällt da was auf? Irgendwelche Gemeinsamkeiten? Ja, Wolfratshausen. Alle auf einer Linie und alle ohne Wasser. Das ist quasi die Bermuda-Linie. Und du findest jetzt raus, wer da Wasser hat und wer nicht. Und wie soll ich das machen? Ja, du fragst die Leute links und rechts von der Linie und wertest das aus. Okay, danke. Ja, und dann? Ja, dann wissen wir, wo da die Leitung unterbrochen ist. Also, ab geht's. Ja, und zwar zügig, sonst verwässt der Kollege bei lebendigem Leib. So, also, die zuständige Wasseramtsfachbereichsleiterin heißt Bösmeier. Die kennt sich ja auch aus mit den Igel und da fahren wir jetzt hin. Staller greift zu Dienstmütze und Jacke. Hansi, lass dir noch ein bisschen schauen im Gesicht. Er gibt ihm eine Wasserflasche. Empört stellt Staller sie weg. Halt, warte mal. Staller wischt über sein Gesicht. Ich habe was im Archiv vom Anzeiger gefunden. Der Rösler war doch Produktionschef der Textilfabrik Kutschner. Und die waren letztes Jahr in einen Umweltskandal verwickelt. Aha. Ja, jetzt hat das Wasserwirtschaftsamt Wolfratshausen gegen diese Firma hohe Auflagen verhängt. Und der Rösler hat offiziell versprochen, dass er umfangreiche Nachbesserungen vornimmt. Das passt ja zu unserem Naturfreund. Mhm. Also, weiter. Letzte Woche wurde ein neues Gutachten vorgelegt. Alle Auflagen erfüllt, alles wieder sauber. Ja, aber Moment, unser Igel, der ist doch im Dreckwasser geschwommen. Der Streifenwagen fährt an einer Wiese entlang und erreicht einen langgestreckten Parkplatz. Er passiert ein geparktes Auto und viele leere Stellplätze. Hinter Bäumen schimmert der Starnberger See durch. Der Streifenwagen hält neben einem hellgelben Gebäude. Auf einem Schild neben der Tür steht Wasserwirtschaftsamt Wolfratshausen. Die Ermittler gehen hinein. In einem großen Labor mit chromglänzenden Geräten und vielen Plastikgefäßen sitzt eine Frau mit hochgesteckten blonden Haaren abgewandt an einem Mikroskop. Ups, hopp. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich glaube, wir haben telefoniert wegen der Igel. Herr Poptella Octoculata. Ja, der achtäugige Schlundigel. Wir würden jetzt gern wissen, wo es den in der Loisach gibt. Das wüsste ich auch gern. Die sollten eigentlich dort gar nicht mehr vorkommen. Erst kürzlich hat ein Kollege in unserem Auftrag die Wassergüte der Loisach für unbedenklich erklärt. Wie kürzlich? War da irgendwas? Na ja, die Textilfabrik Kutschner. Ach so, das sind die mit dem Umweltskandal. Ja, genau. Mit dem Gutachten wurden unsere Auflagen überprüft und das Verfahren daraufhin eingestellt. Aquatest 2, was testet man genau damit? Man bestimmt relativ sicher die Mengen an Sauerstoff, Eisen, Fluorid und anderen Standardwerten im Wasser. Ja, vielleicht war dem Rösler irgendwas nicht koscher und er hat selber noch mal getestet. Entschuldigung, haben Sie jetzt gerade Rösler gesagt? Ja, wieso kannten Sie den? Der stand doch damals in der Zeitung. Ist der nicht Produktionschef beim Kutschner? Ja, jetzt nimmer. Den haben sie brutal niedergestochen und in der Loisach versenkt. Bösmeier starrt ihn an. Wenn Sie mich dann bitte entschuldigen würden. Abwesend geht sie zu einem Wasserhahn. Den Namen von dem Gutachter bräuchte man noch. Die Ermittler verlassen das Gebäude. Sonja? Die Frau, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Brunner heißt er. Fritz Brunner. Ja, Gutachter ist er. Gut, danke. Der Streifenwagen fährt an großen, runden Nachklärbecken einer Kläranlage vorbei, dann an fünf kleineren mit Schlamm. Neben einem tiefen, rechteckigen Vorklärbecken, das netzartig mit breiten Betonstegen überzogen ist, kommen die Ermittler eine Eisentreppe hoch. Oben auf einem Steg mit Geländer steht der große Gutachter vor einem Mann mit Latzhose und Helm. Was machen wir jetzt mit dem Schlamm? Am effektivsten mit einer Schlammfaulanlage, wenn Sie mich fragen. Er legt einen Ordner. Die Herren von der Polizei. Aufs Geländer. Wobei darf ich Ihnen denn diesmal behilflich sein? Wenn Sie das Wasser wieder zum Laufen bringen, wäre das schon mal was. Bitte? Ja, Sie haben doch gesagt, dass die Leitung wieder kriegt ist. Wie ich Ihnen bereits sagte, war ich nur vor Ort, um die Wassergüte zu kontrollieren. Okay, was ist denn das für eine Güte, wenn nichts läuft? Ha? Im Revier nichts und bei mir daheim die absolute Dürre. Sagen Sie mal, Sie haben doch das Gutachten für den Herrn Kutschner gemacht. Brunner nickt. Ja, also laut dem Gutachten ist die Loisach blitzsauber. Jetzt haben wir da aber diese Igel gefunden. Staller lehnt sich ans Geländer. Die sind ja normalerweise nur im Dreckwasser. Wie kann das sein? Der Ordner fällt ins Becken. Zur Niedrigwasserzeit kommt es schon mal zu erhöhter Keimbelastung und temporärer Verschmutzung. Aber nichts Gravierendes. Kannten Sie den Herrn Rösler? Wieso kannten? Ja, Vergangenheit. Kannten, weil er tot ist. Er ist umgebracht worden. Umgebracht? Hinter ihm fischt Staller nach dem Ordner. Ja, also, kannten Sie den? Ja, flüchtig.
Während meines Gutachtens habe ich ihn einmal getroffen. Ansonsten habe ich immer mit dem Kutschner gesprochen. Gibt es denn schon eine Spur? Hansi, gibt es schon eine Spur? Ah, mich interessiert vor allem... Er legt den Kescher weg. Das Wasser im Revier. Also das nicht vorhandene. Suchend schaut sich Brunner nach seinem Ordner um. Der Streifenwagen fährt an einem grünen Hang entlang. Im Auto. Er hat doch gesagt, die Hauptwasserleitung wäre wieder intakt. Ja, vielleicht hat er ja recht und es liegt an unserer Zuleitung. Dann ist er vollkommen wurscht. Wir wissen immer noch nicht, wo der blöde Igel herkommt. Vielleicht hat einer eine Krampfaderbehandlung in der Leusach gemacht und hat den liegen lassen. Die kosten ja nichts. Naja, manchmal ist die Lösung ganz einfach. Na, jetzt schauen wir uns noch mal das Gutachten an. Der Streifenwagen nähert sich zwischen den vielen grauen Gebäuden der Textilfabrik. In Kutschners Büro. Der Chef nimmt eine Mappe aus einem Schrank. Er trägt ein Jackett, darunter ein oben aufgeknöpftes Hemd und hat einen 3-Tage-Bart und Ringe unter den Augen. Hier, bitte. Erreicht Hubert die Mappe. Dann erklären Sie uns doch bitte, warum der Rösler noch einmal eigene Wasserproben genommen hat. Keine Ahnung. Er war doch gar kein Gutachter. Also davon brauchen wir auf jeden Fall eine Kopie. Kopie? Mhm. Ja, natürlich. Lisa, würden Sie den Herrn von der Polizei bitte eine Kopie unseres Gutachtens machen? Ja, mache ich gern. Und Sie dann hinaus begleiten. Staller steht am Kopiergerät. Ja, Sie sind die Frau? Moll. Lisa Moll. Aber nennen Sie mich einfach. Die Dralle-Assistentin schließt kurz die Augen. Lisa. Ja. Wie war denn das Verhältnis zwischen Ihrem Chef und dem Herrn Rösler? Ich würde sagen, vielleicht eher ein wenig schwierig. Schwierig. Der Rösler hat sich halt nichts sagen lassen. Vor allem, als er Produktionschef geworden ist. Da gab es dann schon mal Streit. Mhm. Worüber? Das habe ich nicht so richtig verstanden. Wie war das mit Frauen? Bei wem jetzt? Beim Rösler? Da weiß ich gar nichts. Mein Typ war nicht. Kommen Sie vielleicht zur Hülle? Staller lächelt Moll zu. Die strahlt Hubert an und gibt ihm eine Karte. Staller greift selbst nach einer Hülle. Falls Sie noch Fragen haben. Ja, falls. Hans. Moll sieht Hubert nach. Im Streifenwagen. Und? Was heißt und? Lisa, Moll? Ja, was ist mit der? Sie fahren Richtung Ausgang. Ich finde, die hat was, oder? Kannst du sie ja mal anrufen, wenn du magst. Er gibt seinem Kollegen Molls Karte. Aber nicht gleich. Der Streifenwagen steht vor der Pförtnerloge. Im Fenster steht eine Wasserflasche. Staller kommt zum Sprechfenster. Der Pförtner öffnet das große daneben. Kann ich die Flaschen haben? Ist aber nichts mehr drin. Ist ja noch besser. Danke. Mit der Flasche steigt Staller wieder in den Wagen. Am Rand des Firmengeländes hält Staller die Flasche in ein Gewässer, das aus einer Untertunnelung sprudelt. Sein Kollege steht oberhalb an einem Geländer. Was wird das, Hansi? Wasserprobe. Warum? Ja, wenn das Wasser da dreckig ist, dann ist das der ideale Nährboden für unseren Igel. Wenn das Wasser dreckig ist, dann liegt es an der Fabrik. Sag mal, meinst du, dass sie ihn da reingeschmissen haben? Er zeigt auf die Leusach. Er ist halt da vorbeigeschwommen und da hat sich der Igel gedacht, da schwimme ich gleich mit. Ach so, weil er ihm langweilig war, oder? Was machst du jetzt? Wassertiefe. Mit dem Abschleppseil. Ja, und Wagenheber. Er nimmt den am Seil befestigten Wagenheber. Wie soll ich's denn sonst machen? Hast du einen anderen Vorschlag? Und wirft beides in die Leusach. Verblüfft schaut er auf seine leeren Hände. Testende, oder? Du hast doch gesagt, dass da nur ganz wenige Stellen gibt, wo man eine Leiche versenken kann. Na ja, also eine kennen wir ja jetzt. Staller zieht eine Augenbraue hoch. Im Dienstzimmer hat Staller die Mappe aufgeschlagen. Hubert steht neben ihm am Schreibtisch. Hubert. So ein Gutachten ist ja wirklich sehr komplex. Na logisch, sonst bräuchte man ja keinen Gutachter. Riedel kommt mit der Karte von Wolfratshausen. Schaut mal her. Also, hier fließt das Wasser noch und da hört's auf. Er nimmt eine Wasserflasche von Stallers Schreibtisch und trinkt gierig. Da ist noch ein bisschen was fürs Labor drin. Das ist eine Wasserprobe. Na, eventuell kontaminiert. Was kontaminiert? Ja, bin ich jetzt belastet? Nein, das war's zuvor schon. Gierowitz mit Duschgel. Komm, Sie, Riedl, wir gehen. Das mit dem Wasser kriegt ja sowieso keiner in den Griff. Entschuldigung, wir sind ja gerade dabei.
Seit Tagen, Staller, seit Tagen. Kommen Sie. Ja, Herr Polizeirat, ich müsste vielleicht vorher noch mal zum Arzt. Was? Ja, aus sicherheitshalber. Eventuell ist er kontaminiert. Kontaminiert? Ist das ansteckend? Dann geben Sie mir vorher noch Ihren Haustürschlüssel. Hier hin, da. Er zeigt auf den Tresen. Riedel legt seinen Schlüssel dorthin. Girwitz nimmt ihn und geht. Riedel trottet hinterher. Schummel, ich könnte doch eigentlich bei dir zwischendurch einmal duschen. Oh, schlecht. Wieso, das geht ganz schnell. Ich habe kein heißes Wasser. Im Labor des Wasserwirtschaftsamtes schaut Bösmeier durchs Mikroskop. Daneben steht die Wasserflasche. Staller putzt sich die Zähne. Das Wasser ist tatsächlich stark verschmutzt. Das heißt, die Igel könnten dort vorkommen. Das ist interessant, weil das da ist das Gutachten vom Kollegen. Das Gutachten ist doch erst letzte Woche vorgelegt worden. Aber die Werte stimmen mit meinen definitiv nicht überein. Na gut, nein, ist das da wahrscheinlich gefälscht. Sie meinen, das ist der Brunner? Ja. Das glaube ich nicht. Sie macht ihre Haare auf. Das ist doch ein unabhängiger Gutachter. Na gut, vielleicht ist er bestochen worden. Jetzt weiß ich, woher ich Sie kenne. Er hält die Kugelschreiberskizze hoch. Sie sind die Geliebte vom Rösler. Bösmeier senkt den Blick. Staller packt die Skizze weg. Zeigen Sie mal die Unterarme. Bösmeier legt Haarspange und Brille beiseite und schiebt die Ärmel ihres weißen Kittels hoch. Wo haben Sie das Tattoo hin? Sie setzt sich. Ich war seine Geliebte. Bis diese Tussi aus dem Fitnessstudio auftaucht ist. Ach so. Wissen Sie da zufälliger Namen? Einfach stehen gelassen hat er mich, der Mistkerl. Von heute auf morgen. Also, und das haben Sie nicht ausgehalten und dann haben Sie ihn umgebracht? Natürlich nicht. Wo waren Sie denn letztes Wochenende? In München. Allein? Mit einem Mann. Schon wieder einer? Den ich über eine Partnervermittlung kennengelernt habe. Ja gut, da haben Sie dem Rösner aber nicht lang nachgetrauert. Das werden wir überprüfen. Er eilt hinaus. Bitte? Der Streifenwagen rast an einem Getreidefeld vorbei. Die St. Andreaskirche unter grauem Himmel. Im Auto. Mord aus Eifersucht. Naja, es wäre auch zu einfach gewesen. Mich wundert, dass die so schnell wieder jemand gefunden hat. Wäre das nichts für dich? Was, die? Nein, so eine Partnervermittlung. Ja, da müsst ihr aber schon sehr verzweifelt sein. Ja, drum sag ich ja. Wenn der Rösler jetzt auf eigene Faust nicht mehr getestet hat und dabei gemerkt hat, dass das Gutachten falsch oder gefälscht war. Ja, und? Ja, weil er doch gesagt hat, also vor der Presse, dass der Betrieb alle Auflagen erfüllt. Und als Naturfreund hätte der nie bei der Sauerei mitgemacht. Der hätte höchstens das alles auflegen lassen. Ja, und genau das wollte jemand verhindern. Die Mappe wird vor Brunner gelegt. Das da kennen Sie ja. Das hier sollten Sie kennen. Brunner nimmt die losen Blätter. Das Ergebnis von dem Gutachten und von Ihrem, die müssten eigentlich übereinstimmen. Tun Sie aber nicht. Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, worauf Sie hinaus wollen. Jetzt hören Sie halt auf mit dem Schmarrn. Wir können Ihr komisches Gutachten komplett zerlegen. Brunner sitzt vor Ihnen am Schreibtisch. Also gut, ich. Und reibt sich die Stirn. Hab das Gutachten ein wenig poliert. Siehst du, Hupsi, hab ich doch gesagt. Warum haben Sie das gemacht? Staller nimmt eine Atemschutzmaske. Der Kutschner hatte eh schon große finanzielle Probleme. Schon vor der Strafe durchs Wasserwirtschaftsamt. Für eine technische Nachbesserung in vollem Umfang. Da wäre er ruiniert gewesen. Soll denn seine Firma pleite gehen? Nur wegen so ein bisschen Schmutz. Denken Sie doch mal an seine Mitarbeiter. Ach so, dann haben Sie mit dem gefälschten Gutachten der Menschheit einen Dienst erwiesen. Was heißt denn gefälscht? Wir haben uns aufs Machbare konzentriert. Reden wir jetzt da von Bestechung oder was? Was machen Sie denn da? Neben Staller ein Schutzanzug. Schau, Upsi, mit so einem Anzug kann man locker einen Mord begehen, ohne eine einzige DNA-Spur zu hinterlassen. So ganz nebenbei, das ist meine Arbeitskleidung. Damit war ich heute noch in der Kanalisation. Die muss noch gereinigt werden. Herr Brunner, jetzt hör mal auf, Hansi. Der Rösler, der wird nicht mehr mitspielen, oder? Der Kutschner hat immer wieder versucht, ihn umzubringen. Umzustimmen. Vergebens. Staller lehnt sich an eine Vitrine. Ja, Herr Gott, noch mal! Stellen Sie Ihren Hund in Abfahrthalle in die Gegend. Das ist doch kein Hundenapf! Das ist eine tibetische Klangschale. Die hat mir meine Frau von ihrem Indientrip mitgebracht. Zum Entspannen. Die wirkt aber irgendwie nicht. Ja, wie auch. Schauen Sie sich das an. Wer setzt mir den Schaden? Ja, das können wir ja auf dem Revier klären. Jetzt hast du es kaputt gemacht, Hans. Der hat mit einem Klöppel auf die Unterseite der kleinen messingfarbenen Schale geschlagen. Vor dem Revier steigt Brunner aus dem Streifenwagen.
Hubert schiebt ihn an einer türkisfarbenen mobilen Toilette vorbei zum Gebäudeeingang. Im Dienstzimmer steht Riedel mit der Landkarte. Hansi, ich hab's jetzt noch einmal genauer eingegrenzt. Super, Riedel. Da kannst du den gleich ins Verhörzimmer einsperren. Ich will meinen Anwalt sprechen. Ja, ich will mehr Geld. Der Hansi will eine Freundin. Jeder will was anderes. Ja, sag mal, was tut denn eigentlich das Plumpsklo da draußen am Parkplatz? Ja, das steht da. Er nimmt Brunner am Arm. Bitte. Super, Hupsi. Die wasserlosen Dürrezeiten sind vorbei. Jetzt wissen wir, wo der Wurm sitzt. Ja, aber jetzt fahren wir erst einmal zum Kutschner. Das Alibi von der Bösmeier stimmt. Was mit deinem Gesicht? Was soll damit sein? Gefällt's dir nicht? Es ist voller dunkler Flecken. Hubert schnappt sich die Karte. Vor dem Revier. Sagst du nix? Ich lauf da umeinander wie der Depp. Das ist ja vollkommen normal bei dir. Ach, Herr Kiewitz, und läuft wieder alles. Der verlässt das Toilettenhäuschen. Sind Sie weitergekommen? Ja, der erste hockt schon drin. Ein riesen Bestechungssumpf, gefälschte Gutachten, das ganze Programm. Mhm. Und der Rösler, der ist ihm draufgekommen und deswegen ist er wahrscheinlich umgebracht worden. Staller putzt sich mit Feuchttüchern. Oh, und mit dem Wasser? Wasser, was für Wasser? Ja, ich meine, die Staatsgewalt Immobilie und Plumpsklo kann ja wohl keine Dauerlösung sein, oder? Ja, wir wissen jetzt zumindest, wo es hängt, also wo nichts mehr durchgeht. Da sind wir schon im Kontakt. Im Wasserwirtschaftsamt. Sagen Sie mal, riechen Sie so? Ey, hab's ja mal schon gesagt. Ja, ich find's auch ein bisschen fruchtig, aber ist von der Sonja. Kann ich das auch mal haben? Er entreißt Staller die Box mit den Tüchern und verschwindet im Toilettenhäuschen. In Kutschners Büro. Ja, gut. Ich hab dem Brunner ein bisschen was gegeben. Da ging's um das Überleben der Firma. Ja, die Firma hat ja überlebt. Der Rösler nicht. Ach, der Rösler. Der hat gedroht, alles auffliegen zu lassen. An die Presse wollte er gehen. So jemand muss man natürlich aus dem Verkehr ziehen. Nein, Sie machen sich so leicht. Er macht die... Ich wollte die Woche noch mal mit ihm reden. Geldgeste. Und? Aber dann ist er gestorben. Ich hab ihn nicht umgebracht. Das sagt sich so leicht. Die Ermittler bringen Kutschner zum Streifenwagen. Warum glauben Sie mir nicht? Ich war das ganze Wochenende zu Hause. Ja, blöd, dass da keiner dabei war. Hubert öffnet das Auto. Upsi, Hansi? Und nimmt das Funkgerät heraus. Sonja, was gibt's? Wir haben hier was, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Cool. Er tritt aus der offenen Fahrertür und geht ums Auto herum. Staller setzt sich in das Steuer. Der Streifenwagen fährt einen Hügel hinab. Er hält an der Baustelle vor drei Arbeitern. Zu einem Arbeiter mit Bart. Servus. Servus. Nehmt's mit. Der Arbeiter geht ein paar Schritte und zeigt nach unten. Das Rehl war verstopft. Wir haben aber die Steine an Orten können und dann die Leitung geöffnet. Und dann das da. Er gibt dem Baggerfahrer ein Zeichen. Der löst einen Hebel. In einer Baugrube straffen sich zwei Gurte. Daran hebt sich langsam ein breites Rohrstück nach oben. Aus einem Ende ragen schmutzige Frauenunterschenkel in türkisen Leggings. Was macht denn die da drin? Die blockiert deine Dusche, Hans. In der Pathologie liegt die Leiche unter einem blauen Tuch. Der rechte Unterarm schaut heraus. Anja zieht sich die Handschuhe aus. Die Stichwunden stammen allem Anschein nach von derselben Tatwaffe wie bei Rösler. Heißt es mir um einen Serienkiller da in der Gegend? Es war der gleiche Täter, da würde ich wetten. Der gleiche oder derselbe? Keine Papiere? Nein, wie bei Rösler. Mhm. Gibt's sonst noch irgendwelche Gemeinsamkeiten? Wieder ein Angriff von hinten. Das Opfer hat sich nach dem ersten Stich umgedreht und wurde dann noch mehrfach im Brust- und Bauchbereich getroffen. 15 Stiche, von denen mindestens 4 tödlich waren. Übertötung. Was? Ja, wenn man wie ein Depp immer weiter auf den anderen einsticht, obwohl der schon tot ist. Ach so, ja, haben wir schon gehabt. Eifersucht. Mit verschränkten Armen sieht Anja Hubert vielsagend an. Hupsi, Ich weiß, wer die Dame ist. Ja, was, wer? Die Tätowierte. Vom Rösler? Auf deren Unterarm das tätowierte Schriftzeichen. Im Revier kommt Girwitz den Ermittlern entgegen. Er hält seine Uniformjacke auf. Hemd und Krawatte sind klatschnass. Ja. Kommst du Stöpsel raus aus der Leitung, da... Wer rechnet denn mit so viel Druck plötzlich? Aber gut, dass Sie da sind. Wie ich höre, nehmen Sie laufend jemand fest? Ja, wir tun nicht unser Bestes. Das hat der Anwalt von Brunner auch getan und ihn gestern noch auf Kaution freibekommen. Ja, das ist blöd, aber dafür haben wir ein zweites Mordopfer. Gleiches Schema, brutal niedergestochen. Und das erzählen Sie so nebenbei? Ja, hat aber auch was Positives. Bei einer daheim läuft das Wasser mit Sicherheit auch wieder. Moment. Ich verstehe nur, Bahnhof. Sie beide werden jetzt augenblicklich Bericht erstatten. In seinem Büro wischt sich der Chef mit einem Papiertaschentuch übers nasse Hemd. Der Rösler und die zweite Leiche, die waren wahrscheinlich miteinander liiert.
Da hat wer was dagegen gehabt, deswegen gehen wir zwei von einer Beziehungstat aus. Das würde auch für diese Übertötung sprechen. Nehmen Sie einen Föhn, das fusselt ohne Ende. Ja, wer kommt denn als Täter in Frage? Ja, eigentlich nur wer, der sich mit den Wasserleitungen auskennt, und das sind nicht zu viele. Ja, gut, sehr gut, sehr gut. Blödheit, dass die Bösmeier ein Alibi hat. Mhm. Auf jeden Fall geben wir ein Foto von der Toten in die Zeitung. Ja, tun Sie das. Ah! Ja, ich hab's ja gesagt. Mit dem Handstaubsauger vielleicht. Die Ermittler verlassen das Büro. Sonja, die Fotos von der Toten schickst bitte an die Presse und auch extra eins vom Tattoo. Oh, ist das Leitungswasser wieder? Nein, nein, das ist eine Limo. Wasser sauf ich keins mehr. Die war wohl auch ein bisschen spirituell unterwegs. Wieso? Na, das Tattoo bedeutet Om. Und Om ist das universelle Symbol für Einheit. Also Einheit von Körper, Geist und Seele. Wie zum Beispiel meditieren, da sitzt man ja auch da und spricht das Om. Om. Sie schließt die Augen und legt ihre Handflächen aneinander. Das ist wahnsinnig beruhigend. Die Frau vom Brunner. Was? Ja, da, wo du den Klangeimer kaputt gemacht hast. Was hast du kaputt gemacht? Ich hab das vielleicht tonal ein bisschen neu justiert. Das ist ja vollkommen wurscht, es geht um die Frau. Wieso? Die war esoterisch angehaucht. Im Streifenwagen. Staller sitzt am Steuer. Die Frau vom Brunner lernt den Rösler im Fitness kennen und dann uns gleich losklickt. Der Brunner kriegt das Spitz, dreht durch und sticht beide ab, eine nach dem anderen. Übertötung. Ja, für mich durchaus nachvollziehbar. Drei große, runde Nachklärbecken des Klärwerks von oben. Die Wasseroberflächen sind spiegelglatt und wirken schwarz. Der Streifenwagen hält neben dem rechteckigen Vorklärbecken. Hubert und Staller steigen aus und gehen in die andere Richtung. Sie passieren einen Durchgang mit dunklen Wellblechwänden. Sie erreichen eines der kleinen, runden Becken und steigen an unterschiedlichen Seiten Treppen zum Rand hoch. Dort steht Brunner auf einem schmalen Betonsteg zwischen Geländern und hebt etwas an einer langen Stange heraus. An Sie! Was meinst du, sollen wir Gegenprobe nehmen? Von beiden Seiten kommen sie auf Brunner zu. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Mein Anwalt hat doch längst alles geklärt. Das wäre schön. Herr Brunner, was macht eigentlich Ihre Frau? Meine Frau? Ja. Ach so, die ist verreist. Ganz allein. Ja. Ja, die brauchte einfach mal eine Auszeit. Also die letzten Monate, wissen Sie, das war nicht ganz einfach zwischen uns. Und da ist sie einfach mal los. Und hat ein Verhältnis mit dem Rösler angefangen. Was? Was reden Sie denn da? Ihre Frau, das ist doch die mit dem Om da am Unterarm, oder? Herr Brunner, Ihre Frau ist gefunden worden. Tot. In einem Leitungsrohr. Upsi, das weiß er doch. Ich? Nein, 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 nein. Er schaut zwischen den Ermittlern hin und her. Ja! Ja, mein Gott! Ich hab sie mit diesem Typen vor dem Fitnessstudio gesehen, wie der an ihr rumgeschraubt hat und sie abgeknuscht hat. Ich hätte kotzen können, so eklig war das. Ja, das kann ich mir vorstellen. Nur sonst dem Rösler hinterher, patsch aus und dann haben sie ihre Frau erledigt. Nein! In Fachkreisen spricht man da von einem Doppelmord. Er kommt näher. So, Sie bleiben jetzt erstmal da stehen. Er zückt ein Klappmesser. Ich hab gesagt, Sie sollen keinen Schritt näher kommen. Haben Sie damit schon öfter zugestochen? Der ist doch nicht so blöd und fuchtelt da mit der Tatwaffe umeinander. Brunner wirft das Messer ins Becken und steigt übers Geländer. Anscheinend. Was soll denn jetzt das werden? Einen Schritt weiter und ich springe. Ah, machen Sie das nicht. Sie wissen ja, was in der Suppe da umeinander schwimmt. Brunner rutscht ab. Oh! Hilfe! Die Ermittler schauen hinunter. Hilfe! Also ich hol den da nicht raus. Ja, wir bräuchten halt irgendwas, wo er sich festhalten kann. Mhm. Ein Abschleppseil. Hilfe! Das war Hubert und Staller. Ein schmutziges Geschäft von 2015. In weiteren Rollen Paul Sedlmayr als Riedel, Annette Fleischer als Sonja, Frank Fockroth als Brunner, Isabella Leicht als Bösmeier. Drehbuch Michael Gruber, Regie Jan-Markus Lienhoff. Eine Hörfilmproduktion des Bayerischen Rundfunks, Text Heide Völz. Redaktion Elmar Dosch und Bernd Benecke. Tonmischung Michael Heumann, Sprecher Florian Schwarz.